sind jetzt beim neuen Investor und ich versuche jetzt mal ein bisschen Schwung reinzubringen. Ja, ist ganz schnell, ist ja auch eigentlich völlig langweilig. Es ist gar nicht so langweilig, das ist das Problem an der Sache. Also wir können erstmal sagen, der neue Investor wird nicht Lagardère sein, es wird auch nicht der Clan Bregal sein, ja, das ist das Gute. Es wird schwäbisch praktisch gut. Ich habe gehört, zwischen Jagst und Kocher, ne? So sieht's aus, Jacco steigt ein. Also Jacco übernimmt etwas mehr als 1% der Anteile. Zum gleichen Wert übrigens wie die Daimler AG 2017, als man ja ausgegliedert hat. Finde ich schon komisch, weil damals wurde ja erzählt, sobald der Daimler einsteigt, wird der VfB mehr wert und die Anteile müssten teurer werden. Aber hat nicht so funktioniert. Egal. Ja, das kommt noch. Du musst da einfach auch in 10 Jahre denken, 10 Jahre Schritte. Ja, also nur damit man sich das finanziell so ein bisschen vorstellen kann, das sind dann so 4 Millionen Euro in etwa. Ja, das ist das, was Jacco für dieses 1% zahlt. Also, außerdem ist der Einstieg eine Verlängerung, oder mit diesem Einstieg ist eine Verlängerung des Ausrüstervertrags einhergehend oder aneinander gekoppelt, und zwar um weitere 5 Jahre. Genau, läuft noch bis nächstes Jahr? Genau, bis 2023. 2018 richtig abgeschlossen, über 5 Jahre, glaube ich. 1920 wurde gestartet. Damals wurde noch nicht bekannt gegeben, wie lang der Deal läuft. Jetzt wissen wir es. Da hieß es nur langfristig, möchte man zusammenarbeiten. Das kennt man ja inzwischen. Genau, also dieser Vertrag soll weiter Bestand haben. Jacco, ist es auch wichtig, klar, die kommen ja aus der Region, dass der VfB der sogenannte Leuchtturmpartner wird. Das wurde ja schon ein paar Mal auch so benutzt in diversen Pressemitteilungen von Jacco, und man möchte halt jetzt wirklich mit dem VfB langfristig zusammenarbeiten, tut das ja auch schon ein Stück weit. Ich finde eigentlich auch, dass es von der Teamwear her passt. Also ich finde die Trikots in Ordnung. Dieses Jahr war es vielleicht nicht ganz so stark wie die Jahre davor. Die scheiß Punkte gehen mir auch auf den Sack. Ja, und sie fallen halt zu klein aus. Ja gut, dann kauft man sich eine Nummer größer, dann geht's auch wieder. Also zumindest ein Workaround. Genau, aber grundsätzlich vom Einstieg von Jacco bis heute, würde ich sagen, sind sie in meiner persönlichen Wahrnehmung oder in der Wertschätzung auf jeden Fall gestiegen. Ja, absolut. Ja. Also allein von der Wertigkeit der Trikots und so. Genau, Qualität ist also super. Ja, muss man also sagen. Wenn ich mich da an Puma-Zeiten zurückerinnere, wo mehr oder weniger nach dem ersten Mal waschen der aus dem Puma irgendwie nur eine Raubkatze im Handstand wurde, also das war ja alles fürchterlich, diese Qualität. Genau, und grundsätzlich kann man die Ideen, wie zum Beispiel diese Saison mit irgendwelchen Kanchata-Kurven, Wellenbrecher, Optiken, kann man scheiße finden, aber mir ist dann allemal lieber, man hat ein Trikot-Design, das unverwechselbar ist, was man blöd findet, als halt bei Puma oder Adidas oder Nike-Design hat halt irgendwie das gleiche Template wie 58 andere Vereine in Europa. Und wahrscheinlich auch die gleiche Erklärung, warum es jetzt so aussieht, weil der Wellenbrecher, weiß ich nicht, im Block 39b genau. Hat die und die Farbe. Also deswegen alles cool. Jetzt kommen wir zur Kohle, muss man sagen, also das Gesamtvolumen des neuen Ausrüstervertrags beträgt circa 20 Millionen Euro, heißt es, ja. Jetzt ist die Frage, wie genau kriegt man diese Kohle? Wenn ich es richtig verstanden habe, wird die nicht mit einmal ausbezahlt, sondern wahrscheinlich jährlich, würde ich jetzt vermuten. Das wären dann 4 Millionen pro Jahr. Und ich habe mir das mal angeschaut. Also erstmal ist es wichtig zu wissen, sind diese 4 Millionen, also insgesamt diese 20 Millionen, irgendwie an Liga-Zugehörigkeit gekoppelt. Mhm. Davon haben wir bislang noch nichts erfahren, aber es könnte natürlich sein, dass die Summe etwas geringer ausfällt, sollte der VfB absteigen. Ja. Das wäre nicht so unüblich, das kann sein. Diese 4 Millionen, sollte das jetzt wirklich zutreffen, ja, dann würde das bedeuten, dass man damit eigentlich zu so einer Riga aufsteigt, zu Frankfurt zum Beispiel. Die liegen aktuell bei 5 Millionen. Was heißt aktuell? Ich muss dazu sagen, die Zahlen, die ich finden konnte, stammen von 1920, aber man kann so sagen, so 5-6 Millionen, viel mehr wird das nicht sein, was Nike an Frankfurt ausbezahlt. Die Leverkusener, die ja auch von Jacco ausgestattet werden, lagen 1920 bei 2,5 Millionen. Okay, und beide haben, glaube ich, auch damals schon europäisch gespielt? Frankfurt und Leverkusen. Man muss also sagen, Frankfurt ist bei Nike, die zahlen grundsätzlich ein bisschen mehr, aber mit Leverkusen hast du ja den direkten Jacco-Vergleich. Genau. Da müsste schon, der VfB mehr kriegen. Scheint kein schlechter Deal zu sein für den VfB. Es ist okay. Also wenn man es mal vergleicht mit Puma, die haben 3 Millionen gezahlt für die Ausstattung, für die Trikots und die Teamwear. Also es ist für den VfB, meine ich, eigentlich ganz gut, ja. Und jetzt mal wieder zurückzukommen zu diesen Investorgeldern, die da fließen sollen, da werde ich es jetzt mit Sicherheit falsch erklären. Am liebsten hätte ich die Cornelia angerufen. Ja. Die es uns erklärt, ja. Also Cornelia, hast du ihre WhatsApp-Nummer oder sowas? Nee, leider nicht. Du willst sie live reinschalten. Ne? Ich könnte sie jetzt hier direkt live anrufen, dann könnte sie es uns erklären. Wenn sie nächste Woche rufen wir mal jemanden an. Also du musst jetzt auf den Chat achten, sollte da unten die Cornelia, das heißt wahrscheinlich jeder Cornelia. Also nee, hätte ich es bloß nicht gesagt. Egal, vielleicht machen wir es nächste Woche. Also, auf was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte. Diese 4 Millionen
für dieses 1%, das dient jetzt nicht dem VfB, um sich neue Spieler kaufen zu können, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, Sebastian, dient es der Kapitalerhöhung. Ja. Ja, also es soll praktisch mehr oder weniger ein Zeichen für weitere Mittelstandsunternehmen sein, dass man hier einsteigt und der VfB erstmal diese Kapitalerhöhung durchführt und es kommen dann immer mehr mittelständische Unternehmen dazu. Das ist so ein Plan, muss man sagen. Der VfB verfolgt mehrere und somit steigt praktisch diese, jetzt kriege ich es nicht zum Happy End zusammen. Und es werden mehr. Genau, es werden mehr. Und die bisherigen Anteile zum Beispiel vom Daimler verwässern ja, ne? Das genau. wird halt weniger. Genau. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich kann es einfach nicht so gut ausdrücken wie die Cornelia. Wir hätten sie anfragen sollen. Mensch. Ja. Aber ich hätte noch nicht mal gewusst, welche Zeit ich ja sagen soll. Also da haben wir auch einfach versagt. Hier steht es ja im Protokoll. 21.10 Uhr bis 21.30 Uhr. Das hätten wir wahrscheinlich geschafft. Okay, ja, also Mittelstandsbündnis kommt dir bekannt vor? Habe ich schon mal gehört. Ja, das stammt noch aus dem Wahlkampf von Klaus Vogt 2019. Ja, lustig, eigentlich komplett beerdigt, ne, weil ich auch dachte, jetzt auch gerade wegen Corona, also wer hat denn jetzt Geld übrig für den VfB? Nicht so viele. Nicht Jaco. So viele. Ja, Jaco hat anscheinend Geld übrig und hat natürlich ist diese berühmt-berüchtigte strategische Partnerschaft. Man hat das Unternehmen eh schon im Boot als Ausrüster und es macht natürlich brutal Sinn, das halt zu vertiefen. Ja, also es ist glaube ich, auch schon eher ein symbolischer Akt, wenn man das so sagen kann, weil es steht sonst überhaupt kein Mittelstandsunternehmen aktuell parat. Also es ist jetzt nicht so, dass der VfB jetzt im Wochenrhythmus die 1% hier um die Ohren haut und dann kommt der und dann kommt der. Aber es ist mal ein Anfang und dann muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Was man auch hört, ist, dass der VfB trotz dieses Plans mit Mittelstandsunternehmen sozusagen dieses Bündnis hinzubekommen, weiterhin auf der Suche ist nach der großen Lösung mit einem wirklich großen strategischen Partner. Ja, auch da gibt es aktuell noch nichts Konkretes. Man hört immer mal wieder, es gäbe Interessenten, aber dann passt das nicht so richtig zusammen mit den Vorstellungen des VfB. Weil man muss einfach sagen, klar ist, und das haben wir schon so oft hier gesagt, aber man muss es immer wieder dazu sagen, ein großer Investor, der hier richtig Geld reinbuttert, der möchte dafür auch entweder Rendite oder Mitsprache. Genau. Eins von beiden. Und da muss man sich halt überlegen, was ist dann einem sozusagen der Verein wert? Muss man ja fast schon so konkret sagen. Genau, oder du findest halt einen Investor, der schon Sponsor ist und eh im Pool ist oder halt Ausrüster, der schon irgendwie sowieso mit dem VfB verbandelt ist und über dieses Investorengeschäft halt die Kooperation mit dem VfB noch vertiefen möchte. Ja. Das macht ja Sinn. Und man sieht es ja auch zum Beispiel bei Bayern, da läuft es ja ähnlich. Ne? Du hast halt Allianz mit der Allianz Arena und als Anteilseigner. Genau. Du hast Adidas, also das ist ja das gleiche Schema, nur halt 8 Nummern kleiner jetzt bei uns. Auch da kann ich da wurde mir was zugetragen. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das so erzählen kann. Das sind die Besten. Und zwar, also Sven Mislintat ist ja Sportdirektor. Ja. Und eigentlich hat er ja nichts mit der Investorensuche zu tun und auch nicht mit den Ausstatterverträgen. Nein. Aber er hat da andere Pläne. Ah, okay. Heißt es, man muss immer vorsichtig sein. Also Sven Mislintat wollte eher was Dänisches. Umbro? Nee. Das ist nicht Dänisch. Nee. Okay. Hummel. Also ich sag mal so, es ist ein Insekt. Ja, also keine Ahnung, wie da die... Übrigens stimmt es glaube ich gar nicht, dass die Hummel physikalisch gar nicht fliegen kann. Bei dieser ganzen Investorengeschichte muss man immer im Hinterkopf haben, die Papiere sind noch nicht unterschrieben. Das bedeutet, bislang ist es einfach nur eine Meldung der Stuttgarter Zeitung, der Stuttgarter Nachrichten, die da irgendwie einen Scoop bekommen haben, das jetzt erstmal unters Volk gestreut haben. Offiziell wurde noch nichts kommuniziert, aber man kann davon ausgehen, dass ja da also ein bisschen mehr dran ist als zum Beispiel bei dieser Geschichte, die Sky ja mal gedroppt hat. Mit Lagardère. Die haben das ja mit Bregal, nur ohne Namen zu nennen. Achso, und vorher aber diese 100 Millionen Euro Geschichte. Glaube ich. Ja. Also hier scheint schon mehr ja, zu sein. Ja, weil auch Zahlen im Spiel und die Kopplung mit dem Ausrüstervertrag und so weiter. Also das scheint schon etwas substanzieller zu sein. Oh, und ich möchte auch für mich das noch ganz kurz bewerten, weil das finde ich schon wichtig. Also ich finde es wirklich in der aktuellen Phase, ist das ein wichtiges Zeichen, dass der VfB bekommt. Einerseits, du hast Planungssicherheit, es kommt wieder Geld in den Verein. Du kannst so ein bisschen den Wegfall von Sponsoren kompensieren. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass Sponsoren aussteigen. Natürlich in Corona-Zeiten wird es auch so sein, dass die Sponsorengelder nicht so üppig ausfallen, wie das vor Corona der Fall war. Ganz klar, Leute gehen nicht ins Stadion. Das Interesse lässt vielleicht allgemein nach. Also das wird sich schon bemerkbar machen. Dazu natürlich die ausbleibenden Zuschauereinnahmen, die man auch irgendwie kompensieren muss. Oh ja. Ja, also all das tut dem VfB jetzt ganz gut. Und klar, das Jaco-Engagement
ist gut, jeder Cent zählt, man ist dadurch etwas handlungsfähiger, man muss vielleicht nicht den ein oder anderen Notverkauf durchwinken, ja, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es halt auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es wird nicht reichen. Also der VfB wird wahrscheinlich noch irgendwo einen größeren Investor auftreiben müssen. Und ich hoffe, dass es eher ja, früher als später gelingt. Was ich mich noch gefragt habe, Sebastian, du wirst mir die Frage nicht beantworten können, aber man kann es ja einfach mal in den Raum werfen, ist natürlich, ob Jaco jetzt einen Sitz im Aufsichtsrat bekommt. Weil es hieß ja mal... 1%. Ja, aber es hieß ja mal, wenn ein zweiter Investor kommt, ja. Dann... Ich weiß nicht, ist es an Prozente geknüpft? Ich weiß nicht, aber ich finde 1% halt schon ein bisschen zu wenig. Ja, Investörle. Ich meine, überleg mal, jetzt wird halt jedes von den 70.000 VfB-Mitgliedern 100 Euro geben. Ja, das will man ja nicht. Nein, das will man nicht, aber da wären 7 Millionen. Das heißt, du bist dann bei fast 2%. Und dann würden wir 2 Sitze im Aufsichtsrat bekommen. Nein, Quatsch. Nee, so funktioniert es ja nicht. So funktioniert es, ich weiß. Aber ich meine, da siehst du mal die Größenordnung. Also, ja. Also 4 Millionen klingt... Na gut, das klingt auch nicht mehr viel. Also mit 4 Millionen kaufst du nicht mal einen Wahid Fagir. Sorry, aber... Ne, also, wenn, also da reitest du schon gerne drauf rum. Der hat so schön abgenommen, der Wahid. Ja, und dann hat er in Leinfelden gespielt. Jedes Mitglied 100 Euro geben würde, ja, dann könnte man sich knapp 2% vom VfB, der VfB AG leisten. Ja, das möchte man ja nicht. Natürlich möchte man nicht, aber ich finde, eine Fanbeteiligung wäre immer noch ein Ding. Also da könntest du Geld generieren. Ich habe damit irgendwie schlechte Erinnerungen dran. Wo war das mit dieser Fanbeteiligung? Das war eine Fananleihe, war das, glaube ich, auf Schalke, oder? Ja.